Also die war angebunden vorne am Tor bei uns in einem Körbchen. Ich habe erst gedacht, das wären zwei Hunde, bis ich dann gesehen habe, dass das gar kein zweiter Hund, sondern ein Tumor ist. Normalerweise bekommen wir die Tiere gar nicht in diesem Zustand vorgestellt. Der Tierhalter erkennt das meistens wesentlich früher. Wenn man bedenkt, dass das ein kindskopfgroßer Tumor war, ist das natürlich eine massive Beeinträchtigung. Es war ganz furchtbar, als die hier ausgesetzt worden ist. Da erschreckt man auch selber und dann ist man auch echt wütend, wenn man das sieht, dass die Leute das so weit kommen lassen und dass dem das Tier anscheinend nicht sehr viel bedeutet hat. So, guten Tag. Hallo. Grüße. So, da ist hier unser kleiner Schatz. Erstmal mal schauen. Genau. Jetzt wollen wir uns mal die Hunde anschauen bei dir. Sehr aktiv geworden, sieht man. Lass mal schauen. Alles super. Okay. So, ja. Ganz vorsichtig aussehen. Da ist wieder richtig Lebens. Temperatur sind bei 38,9 bis 39 Grad ist normal. Die Naht ist gut. Wir haben keinen Sekretfluss. Ist schön trocken. Prima. Im hinteren Bereich haben wir eine kleine Schwellung. Dann ist hat ein bisschen Stress im Moment, sonst sind wir ganz zufrieden. So, guten Tag. Hallo. So, Hof, wie geht's dir denn? Gut. Lass uns mal schauen. Auch gut aus. Schauen wir mal von der anderen Seite. Hinten war ich also eine kleine Schwellung. Laufen kann. Ja klar, also das ist ja. Also klar, die vier Wunden ja alles schon. Gut, es ist möglich, dass es ein Hämatom ist. Da müssen wir nochmal. Alles hochstellen, was essbar ist. Jetzt verschwendest du ein bisschen, ne? Ich halte sie so ein bisschen. Danke. So, Mäuschen. Vielen Dank. Jetzt, um zu sehen, ob eine Infektion reingekommen ist. Mal wegnehmen. So, dann wollen wir jetzt den kleinen Body nochmal anziehen. So, hast du gleich geschafft. So, Beinchen vorne durch. Ein bisschen mit. So, einmal mit dem Beinchen durch. Dann sehen wir uns in einer Woche zum Fernsehen. Super. Vielen Dank. So. Hope war vom Allgemeinbefinden sehr reduziert, weil sie einfach diesen riesen Tumor unter dem Bauch hatte. Sie war quasi von ihren Bewegungsabläufen stark beeinträchtigt, konnte sich kaum noch bewegen, Lebensfreude war eigentlich weg. Wenn man bedenkt, dass das ein kindskopfgroßer Tumor war, im Vergleich zu einem Hund mit 8 bis 10 Kilogramm Körpergewicht, ist das natürlich eine massive Beeinträchtigung. Normalerweise bekommen wir die Tiere gar nicht in diesem Zustand vorgestellt. Der Tierhalter erkennt das meistens wesentlich früher. Meistens, wenn sie die Größe von einer Kirsche, Walnuss oder spätestens, wenn es eine Hühnereigröße erreicht hat und fragen, was das denn sein könnte. Und dann kommt es meistens schon vorzeitig zur Operation. Eine Herausforderung insofern, weil es eben ein sehr großer Tumor war und weil man ihn komplett entfernen wollte, ohne jetzt einen zu großen Hauteffekt zu erreichen. Aber ich denke, das ist ganz gut gelungen. Also wir wissen nicht, wie schnell dieser Tumor gewachsen ist. Da der Tumor bereits beim Laufen den Boden erreichte, konnte das Tier sich quasi nicht mehr bewegen, ohne Schmerzen zu haben. Der Tumor war unten schon entsprechend verändert durch diese Schürfwunden, infiziert dann auch entsprechend. Die Lebensqualität war natürlich massiv beeinträchtigt. Ein Hund mit so einem großen Tumor bewegt sich eigentlich kaum noch, der liegt eigentlich nur noch. Während der Operation selber hatten wir keine Probleme. Die Lebensfunktionen waren alle völlig normal, sodass wir vernünftig arbeiten konnten. Und der Hund ist nochmal wach geworden und eigentlich relativ schnell wieder lebhaft geworden, weil das war für ihn natürlich ein ganz ungewohntes Lebensgefühl, ohne diesen Riesentumor laufen zu können. Also wie gesagt, Tumore in der Größe sehen wir eigentlich sehr selten, weil der Tierhalter eigentlich vorher reagiert und es erst gar nicht so weit kommen lässt. Es gibt Tumore, die in relativ kurzer Zeit sehr, sehr schnell wachsen.
Ich denke, dass der finanzielle Aspekt die größte Rolle gespielt hat. Das ist auch der Grund, weshalb das Tier vom Tierheim ausgesetzt worden ist. Häufig werden Tiere ja auch im Wald ausgesetzt oder an Autobahnraststätten. Und dann ist das Ende natürlich ungewiss. Hier haben wir im Tierheim eine verantwortungsbewusste Heimleitung, die sich natürlich sofort um gekümmert hat, das Tier vorgestellt hat und gefragt, ist sowas operabel? Und über den Spendenaufruf konnte man das dann auch relativ gut finanzieren. Der Tumor wäre ulzeriert, also er hätte sich entzündet. Und bei den heißen Temperaturen im Moment, wir haben ja dieses Jahr einen sehr, sehr warmen Sommer mit 35, zum Teil 40 Grad, da haben wir die optimalen Bedingungen, dass sich Bakterien auf diese Wunde setzen. Es kommt dann zu einer massiven bakteriellen Infektion bis hin zu einer Blutvergiftung. Also es wäre eigentlich gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich dieser Tumor entzündet hätte. Und an mir vorbei. Sehr anhänglich. Geh mal schnüffeln. Schnüffeln. Ja? Also die war angebunden vorne am Tor bei uns in einem Körbchen und ich habe erst gedacht, das wären zwei Hunde, weil das aussah, als läge da ein anderer noch drunter. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das halt ein Tumor oder ein Geschwür oder was auch immer ist. Ja, sie war am Anfang auch nicht so nett, klar, total verängstigt und es hat auch so ein bisschen geregnet, sie war auch ein bisschen durchnässt und ne. Ja, und dann habe ich sie in die Quarantäne gebracht. Und dann hat er sich auch ein bisschen beruhigt und dann haben wir sie direkt in die Klinik gefahren. Mhm. Sekunde, Markus. Also ich war sehr wütend im ersten Moment, einfach weil ich das nicht verstehen kann, wie jemand ein Tier so lange haben kann und da zusehen kann, wie so ein Tumor oder so ein Geschwür immer größer wird, dass der Hund nicht mehr laufen kann, also auch keine Qualität mehr hat vom Leben. Und dass man das dann einfach, wenn es dann ganz schlimm ist und man fast gar nichts mehr machen kann, dann setz ich das mal aus. Ne, also das ist ganz furchtbar. Da ist man sehr wütend über die Leute. Mhm. Also, dass Tiere ausgesetzt werden, passiert oft in den Ferienzeiten. Dann scheint das Tier nicht mehr, also scheint der Urlaub wichtiger zu sein als das Tier auf jeden Fall. Was natürlich ganz furchtbar ist. Oder sie kriegen keinen Pensionsplatz oder so. Ja, und dann ist der Urlaub wichtiger und dann ist das Tier immer schnell ausgesetzt. Mhm. Ne?
Weil ich glaube, wenn man so ein Tier findet, man auch eine andere Bindung zu dem Tier hat. Und auch weil mich das so wütend gemacht hat und da die Umstände das auch zulassen, dass ich sie halt mit nach Hause nehme. Und ich denke, dass bei so einer großen Wunde auch das einfach besser ist, wenn die dann wo zu Hause ist, wo man immer einen Blick drauf hat, wo wirklich immer jemand da ist. Ja,